So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Megaprojekt. Das war jetzt irgendwie schon lange her, aber da hinten ist ein Wald anwesend. Und ja, ich habe ja die Map jetzt schon länger und ich meine, als das große Update jetzt kam mit den Waldanwesen, hatten wir die Map ja schon und die waren dann ja nicht in der Map drin, aber dadurch, dass wir die Map halt so weit nicht erkundet haben, bin ich halt jetzt die ganze Zeit hier mal rumgelaufen und dann habe ich jetzt halt da einmal das Waldanwesen gesehen und da laufe ich dann jetzt einfach mal hin und dann würde ich sagen, erkunden wir das einfach mal oder gucken einfach mal, wie es aussieht. Wir gehen da jetzt einfach mal rein und dann hoffen wir, dass wir ein paar Totems of Undying kriegen. Rein theoretisch, ne, die Trophäe können wir dann nicht mehr machen. Ah ja, stimmt, Alter, ich habe ja noch die Schuhe, die, wie heißen sie? Das habe ich schon vergessen, nicht, Wasserläufer-Schuhe. Das habe ich schon total vergessen, Alter. Ich habe gesagt, Digga, warum bin ich hier so schnell? Aber ich würde sagen, blazen wir das einfach mal noch da. Das provoziert mich. So, warte. Na, wo mache ich das hin? Na, da oben einfach, ist egal. So, dann gehen wir, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. So, den machen wir auch noch weg, sonst ist das Inventar so voll. Schalker-Boxen habe ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, Schalker-Boxen haben wir auch noch nicht, aber wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier noch so finden. So, da ist so ein kleiner Dojo-Raum. Ja, ich mach mal. Ich habe ja schwer, ich habe auch schwer. Da ist dann so ein Pilzraum, aber der ist eigentlich auch unnötig. Ja, in der Kiste ist nichts drin, glaube ich. Das ist, glaube ich, immer so, dass in den Kisten da irgendwie nichts drin ist, bei der Pilzfarm irgendwie, warum auch immer. Ah, lol, da oben ist auch noch eine Kiste. Was haben wir da für ein Buch? Haltbarkeit, alles klar. Ist ja schon mal was. Besser als nichts, würde ich sagen. Ja, die Kiste nehmen wir nicht mit. Eigentlich nehme ich ja immer die Kisten noch mit, aber das mache ich jetzt in dem Fall mal nicht. Und da, den Raum verstehe ich nicht. Was soll das sein, Alter? Irgendwie so ein Baum und dann so, keine Ahnung, so ein bisschen Wasser irgendwie. Aber da ist nichts drin. Oh, da hinten ist ein Slime. Und da, zack, zack. So, den haben wir jetzt. Oh, da ist wieder Weizenfarm. Aber ich weiß nicht, warum die immer so verbuggt ist. Ist irgendwie die ganze Zeit so verbuggt. Jetzt wird mit dem Slime, zack, und da ist noch Creeper. Alles klar. Den machen wir auch noch kaputt. Hätte nicht One-Hit sein müssen, ja egal. Jetzt aber, au. Alexen, das viel. Warum mach ich den Teppich kaputt? Ja, egal. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie nochmal so ein ganzes Deck Slime Balls. Oder keine Ahnung. Mal gucken. Ja, egal, ich sammle sie jetzt einfach mal ein. Ja, ein halbes Deck. Fast schon. Alles klar. So, machen wir das dann nochmal schön ordentlich hin. So. Den töten wir auch noch. Ah, das ist so ein, ja, jetzt Lagerraum und das ist sogar so ein Diener. Ja, ein Smaragd. Oh, da sind aber auch Teppiche. Ja, aber die Kisten nehme ich jetzt nicht am Limit. So nötig. Ich meine, ich habe, glaube ich, genug Kisten. So, da ist auch noch so ein Kürbisraum irgendwie und da ist noch so ein Gefängnis oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Das einfach mal auf. Gehen wir mal rein, oder? Das ist eine Hexe. Servus. Zack. Zack, zack. Stirb. Naja, ich muss mal alles voll droppen. Wieder eine Bullshit. Mein Kessel nehme ich auch nicht mit. Sonst nehme ich eigentlich immer alles mit. In dem Kürbisraum ist nichts. Da gehe ich jetzt einfach nicht rein. Ist unnötig. So, da sind noch ein paar Mobs. Stirb, Spinne. Stirb, stirb. Da haben wir noch einen Creeper, glaube ich, oder? Ja, da. Den töten wir auch. Ja, nicht explodieren. Ja, gut. So, gehen wir noch in die andere Richtung. Dann gehen wir, würde ich sagen, auch dann hoch danach. Da ist auch so ein kleiner Gebetsraum, keine Ahnung. Und kommen wir in die Kettenrüstung. Du explodierst nicht, Creeper. Da ist auch Pilz, fahren wir mal. Ja, da ist auch nichts drin. Na ja, klar. Aber hätte ja sein können, dass da noch was drin ist. Da ist noch so ein Wollerraum, ist glaube ich auch nichts drin. Creeper, nicht explodieren. Weil mir steht einfach nur da, der Creeper. Servus, Creeper. Nicht explodieren, nein. Ah, na gut, Alter, ich dachte jetzt, du würdest sterben, Alter. Mach ich auf schwer. So, da ist glaube ich noch ein Secret-Raum drin. Ich glaube, wenn da immer so ein Ding ist, ja, da ist noch ein Zombie. Servus, Zombie. Da ist immer eine Axt drin, mit Effizienz 1, ist immer so. Ich weiß nicht warum da immer so eine Axt drin ist, aber ich könnte doch auch mal ein random Zeug reinmachen, anstatt immer die Axt, aber jo. Lol. Den Raum habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber sind wieder Schwarzeichen-Zapplings drin. Ja, aber das ist bis jetzt das erste Mal, dass ich den Raum hier sehe, Alter. Nice, so eine kleine Baumfarm. Naja. Ist das eine Schmiede? Ja, ich glaube schon, oder? Stirb, stirb. So. Oh, der hat sogar eine Axt gedroppt. Oh, gratis Amboss. Zack.
da den Zombie, dann ist glaube ich jetzt der letzte Raum schon. Ist das der letzte? Ah, das ist wieder nur so ein Billigraum, aber da oben ist auch noch eine Kiste. Was haben wir da? Ah, cool, dann nicht so krass. Nicht so krass drauf. Egal. Einfach mal weitergehen. Ah, das war ja der Rollerraum. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch einfach mal hoch. Oh, Raven. Vor allem, das war die 44. Karte, glaube ich, irgendwie, wo ich jetzt gerade in der Hand hatte, dass da so viele Karten schon irgendwie offen waren. Und dann doch irgendwie immer schon so viele Leute auf der Welt. Da ist ein Zombie. Da in der Kiste ist eigentlich nichts drin, da sind immer nur Blumen drin, deswegen habe ich die jetzt nicht geholt, aber ja. Wer sich wundert, da gehe ich dann gleich hoch. Warum ist hier eigentlich kein Magier? Ah, da sind noch Bücherregale, soll ich die abbauen? Nein, brauche ich eigentlich nicht. Aber. Ist das ein Magier? Oh, ist das sogar ein Magier? Oh, oh, der ist aber schnell gestorben. Ja, ein Tod in der Unsterblichkeit. Danke. Ah, da wäre eigentlich drin gewesen. Da ist jetzt der Creeper. Ja, geh weg. Ja, jetzt kommt noch der Diener drauf. Geh weg. Tschüss, stirb. Stirb. Ja, wo kommen jetzt die Plagegeister her? Oh, da ist anscheinend irgendwo noch einer. Ja, genau, Alter, wird mir hier zugesprayt. Komm, ich töte mir erstmal die Ranzen. Geh weg, Dina. Wir machen eigentlich so Einheitsschaden, Digga. So, aber wir haben zwei Tote mehr Unsterblichkeit. Danke. Den töten wir jetzt auch noch. Hä, warum sterben die nicht One-Hit? Die haben so viel Leben. Ja, genau, Alter, schon ein halbes Leben verloren. Ich hab hier Rüstung. Lol. Da, den töten wir noch, komm her. Wir sind fast tot. Aber wir sind fast tot, aber. Schon gut genug gehittet, Alter, dafür, dass ich eine Full Gear aus dem Protection habe. So, dann gehen wir jetzt auch auf die andere Seite auch wieder. Es gibt immer links, rechts. Gehen wir jetzt auch auf die linke Seite. Ja, ein bisschen Bäume mit den Bäumen auch. Ich glaube, ich muss erstmal noch gleich regenerieren. So, da ist auch nichts drin, ne. Da ist nochmal ein Magier. Ja, Alter, Creeper. Oh Mann. Ich muss jetzt erstmal gleich was essen. Sonst sterbe ich hier noch. Heftig, dass ich da schon struggle. Oh cool, so ein Arena-Raum. Da müssten glaube ich auch irgendwie ein total Lichtverbrauch. Auch glaube ich noch eine Kiste oben sein. Da war ein Enderman sogar. Servus Enderman. Haben wir schon Essen, ich verliere. Stirb. Stirb doch. Hä? Warte. So, jetzt. Da kommt noch ein Creeper, alles klar. Und jetzt auch irgendwie ein Skelett. Hä, die kommen da nicht rüber. Oh, Lecke, das Skelett nervt so hart. Stirb doch. So, Creeper stirbt auch. Oh, ich dachte schon gerade, der Creeper explodiert. Oh, was? Mein Inventar ist schon voll. Warte. Das kriege ich doch noch hin. Muss man da noch den Crab einsammeln, den man einsammeln kann und dann. Ja, gucken, was man rauslegen kann. Da brauche ich nicht. Brauche ich sonst was noch nicht? Der Bogen habe ich eigentlich auch genug. Habe ja eigentlich einen. Dann haben wir noch die Enderperlen ein. Davon habe ich zwar, glaube ich, auch genug, aber egal. Enderperlen sind mir irgendwie wichtiger. Saplings brauche ich die. Ja, ich weiß nicht so. Na egal, lass mir einfach mal. Kohle machen wir weg. Ja, so mir die Eimer, ja. So. Jetzt müssten wir, glaube ich, gut gerüstet sein. Da noch irgendwo was. Da ist nichts mehr, kein Raum. Da ist noch ein Raum, aber das ist ein. Ja, genau, Alter. Ja. Gibt's auch. Da ist nichts mehr, da ist noch einer. Stirb. Da ist auch jetzt keine Truhe. Gut, dann können wir ja schon hochgehen, glaube ich. So. Das ist die normale Karte. Muss ich den ganzen Weg halt immer zurücklatschen.
So, dann gehen wir jetzt da noch nach oben und dann war es das ja auch, glaube ich, schon. Da ist ja, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel. Hoffe ich mal. So, einmal hoch. Da ist noch ein Raum. Ah, da ist noch ein Magier wahrscheinlich drin. Das ist doch so eine Tafel. Ist das ein Magier? Ja. Ja, stirb. Zwei Hits, Alter. So, warte, was schmeißen wir raus? Da, den Trank brauchen wir nicht. Ja. Den finden wir noch so. So. Gut, haben wir alles eingesammelt. Gucken wir da noch. Ist da noch was? Da ist noch so eine Katze und noch ein Diener. Geh weg. So, da ist nichts mehr drin, glaube ich, ja. Dann ist da noch eine Riesenbibliothek. Nice, Alter. Also wer Bücher braucht, geht da hin. Kann sich Bücherregal holen, da sind genug da. So, da ist dann auch nichts mehr, nur so ein kleiner Raum, ist nix, ne. So. Gehen wir da einfach mal raus. Ich hab keinen Bock, jetzt den ganzen Weg nochmal runter zu latschen. Einmal alles kaputt machen. Randale. So, da, ich guck mal, ob da noch ein Secret-Raum irgendwo ist, wo ein Diablock drin sein kann. Da ist ja immer so ein Obsidian-Ding mit Diablock. Aber sieht man nicht so aus. So, da seht ihr jetzt nochmal die Karte. Habt ihr kurz gesehen. So, dann würde ich sagen, war's das von mir. Wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben da lassen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und dann würde ich sagen, bis dahin.